Tails. Diese Chemiefabrik kommt mir bekannt vor. Einen Geruch wie diesen vergesse ich nie. Und dieses rosa Wasser macht mich richtig nervös. Ich weiß nicht warum. Du hast recht, Tails. Ich habe hier auch ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Ich könnte nie wieder mit dir flirten. Wunderbar. So cool, dass ich mit dir rumhängen kann, Sonic. Komm jederzeit zu mir. Ob er das will, ist die zweite Frage. Hi, ich bin Oma Ciao. Schließt du ein Level ab, erhältst du je nach Abschlussrang Punkte. Diese Punkte kannst du gegen nützliche Fähigkeiten eintauschen. Geh dazu zum Fähigkeiten-Shop und Links von Green Hill Zone. Okay, okay. Ja. Amy Rose, alias Amy the Rascal. Hä, was, wie? Genau. Ja, Sonic CD für das Sonic... für das Sega-CD, das Sega-Mega-CD oder wie es auch heißen mag oder wie er es auch nennen mag. Ich habe einen Let's Test dazu gemacht, könnt ihr auch gerne antun. Ich erkläre da am Anfang sehr viel über das Sonic-CD-Projekt. Lass mich auch kurz erzählen. Ist, ja, eine Erfindung des B-Teams, genau wie Metal Sonic. Und sah am Anfang das alles aus, war die klassische, das klassische Mädchen in Nöten. Weiß ich mittlerweile selbst zu helfen. Und Sonic Fighters, oder glaube ich Sonic R, ich weiß es nicht in welchem, hieß sie anfangs noch Amy the Rascal, also Amy der Rabauke oder die Rabaukin. Aber hat sich jetzt etabliert als Amy Rose. Kann man mögen, muss man nicht. Ich finde sie in Sonic Boom sehr, sehr gut. Hat sie sehr viel Charakter, hat sie etwas von Lara Croft. Ne, es ist ein Jump'n'Run Action Adventure. Und ja, also nicht Amy alleine, aber hier geht's auch nichts weiter, ne? Gut, also wir gehen zur nächsten Zone. Das ist die letzte Zone in dieser Ära. Und wir wechseln wieder zu Classic Sonic. Was könnte das sein? Ich bin gerade ein bisschen peinlich berührt, weil ich die letzte Test zu dem klassischen Sonic-Spiel noch nicht weitergemacht habe, Zeit der Aufnahme. Deshalb weiß ich, wisst ihr mich offiziell noch nicht, um was es hier geht, aber doch. Nein. Mein Fraps gerade mal auf über 15 Cam, danke wieder 60 knapp. Neues Level! Mal sehen, was könnte das für ein Level sein? Ja, mit Warpkugeln. Gut! Wenn ich es jetzt nicht wüsste, wüsste ich es nicht, aber ich weiß es, deshalb wissen wir es. Es ist natürlich... Lass mich lügen. Ein Game Over. Das war ja mal Herz allerliebst. Ja, ich gebe ja schon Gummi. Also. So, Death Exone heißt sie so? Oder heißt sie Starbase? Oder wie auch immer. Man sieht im Hintergrund jedenfalls das ominöse, das schier unglaubliche Death Egg. Eine Anspielung auf den Star Wars Todesstern Death Egg. Und, Death Star Egg, ja genau. Darth Vader hat einen Death Egg gebaut, genau. Ich bin übrigens auch kein Star Wars Fan, nur dass ihr es wisst. Ja. Und kommt, soweit ich weiß, nur in Sonic Knuckles vor, beziehungsweise Sonic 3 Knuckles, wie man das nennen möchte. Jedenfalls nicht in Sonic 3. Das wüsste ich zumindest, weil Sonic 3 habe ich dennoch schon ziemlich gezockt. Und wie ihr seht, man muss hier alle mal ausweichen, man muss hier... Ich hab gar kein extra Leben. Man muss schauen, wo man hin will und das nervt mich einfach an den klassischen Sonic-Spielen. Und ja, ich bin mir sicher, gut, ich weiß es auch, dass die erste Ära dann schon, das Act 2 schon ein bisschen anders spielt. So, wir haben den Turbo-Schuh! Huhu! Und bashen jetzt mal die Gegner. Wo geht's denn hier weiter? Also,
habe es mir gesagt. So, wir haben einen Turbo-Schuh. Wir sehen für kurze Zeit ein bisschen schneller. Ob das ein Vorteil ist, sehen wir gleich. Erstmal Checkpoint. Checkpoint ist immer gut. Ja. Ich glaube, sie heißt wirklich Death Exon, oder? Könnt mich korrigieren. Könnt mich sehr gerne korrigieren. Ich muss auch mal sehen, hier nicht zerdrückt werde. Ah, wo schießt du denn hin? Und ja. Ah, Mann! Ey! Gut, dann geh ich halt nochmal. Hier hin, hier hin, hier hin. Boing. Boing. Pass doch auf! Und Checkpoint. Geh aber oben lang, wenn ich sehen, was oben lang ist. Hey! Spiel, bleib fair. Ich weiß, was da oben lang ist. Oben durchgeht. Bam. Bam. Nein! Nein. Ah, hör doch auf. Ernsthaft? Aber ich komme schon weiter, oder? Ja. Das ja. Ach so, ja. Die kenne ich. Die finde ich gut. Markus hasst sie. Ich finde sie aber nice. Muss nur verstehen, wie es geht. Ja, ein weiterer Grund, warum ich dieses Let's Play mache, ist... in Anführungszeichen ein bisschen ein, also nicht Konkurrenzkampf, meine ich, als ob mich so ein großer Let's Player beachten würde, nein, in dem Sinn, verdammt! Also ich habe jetzt wirklich schon oft das Let's Play von Markus geschaut zu Sonic Generations und besonders bei den Challenges, ich sag so bei ihm, er hat ein bisschen seine Mühe, ne? Also er ist nicht so flexibel in der Hinsicht. Das merkt man auch bei manchen Let's Plays bei ihm. Besonders bei Zelda Breath of the Wild hat man es gesehen. Ist es kein Hey? Nein, nein, nein. Es ist nur eine Feststellung, dass er sehr unflexibel sein kann. Also wenn es kein mit Rollenspiel ist, das er schon kennt, oder ein Spiel, das ein bisschen Open World ist, hat er sehr schnell seine Mühe. Mein anderer Lieblings-Let's Play ist natürlich Gronkh. Und er ist das genaue Gegenteil davon. Er kann auch bei einem Evil Within, was eigentlich lineare Levels hat, kann er jeden Ecken, jeden noch so kleinen Dings, ne, Nische aus Dings. Aber ich, also ich mache beides natürlich, mache beide Let's Play, ganz klar. Und ich versuche ein bisschen, auch weil zum Beispiel Gronkh, verdammt, keine Nintendo, keine solche Spiele-Let's Play, was ich ein bisschen schade finde, aber wie seine Gründe haben, kann ich verstehen. Ist es so, dass ich versuche, solche Levels nicht durchzuwaschen, auch wenn es ein Sonic-Spiel ist. Verdammt! Diese blöde Hitbox. Und deshalb versuche ich hier, glaube ich, nicht jede Nische und alles aussuchen. Das ist nicht der Sinn des Spiels, aber doch bei den Challenges zum Beispiel ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen rumexperimentieren und, ne? Ganz klar. Gut. Ich glaube, das tut ihm nicht so gut, wenn ich hier nach links gehe. Kann das sein, dass mir gerade was abgefahren ist? Aber gut! Ja, bei den ersten zwei Parts dachte ich mir schon, warte, mir ist ein bisschen zu wenig hier, nur Act 1, Act 2, aber ich denke, wenn die Level so werden wie hier, sowieso die Challenge Levels, die Challenge Pass, die können dann schon ein bisschen Zeit beanspruchen. Ich freue mich drauf, ich freue mich ganz ehrlich drauf, ich weiß ein bisschen, was mich erwartet. Und ich freue mich drauf, sonst hätte ich das Let's Play nicht gestartet. Ja. Also jetzt aber sehen wir, wie soll ich denn hochkommen da. Bam! Jetzt nochmal. Mann, Sonic. Ich such da mal. Soldier, ja, komm, ja. Juhu! So viel, nee, so eine, ich weiß ja, ich kenne natürlich das Original nicht so, aber hat die auch so weitläufig? Macht mir gar nichts Sinn. Gut. Wir sind immer noch in der klassischen Eckzone. Meine Fresse. Kannst du ja niemandem erzählen. So. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Home Attack. Bekommen wir die vielleicht sogar noch? Hm. So, diese blöden Egg-Robots. Die kennen mich mal. So. Bam! Okay, diesmal aufpassen. Ja, schieß! Wenn du nichts anderes kannst. So, ein bisschen auf die Wolken achten und bam! Das macht schon Laune hier. Ja, Sonic Generations war eines der wenigen Spiele, die nicht mehr Nintendo-exklusiv, ja, es gab überhaupt keine Nintendo-Konsole heraus. Haha!
nichts herauskam und deshalb, ja, macht auch nichts. Und deshalb war es, also nicht, weil es nicht für Nintendo rauskam, sondern es war eines der erfolgreichsten, oder das erfolgreichste Sonic 3D-Spiel der letzten Jahre und kam für alles raus, nur nicht Nintendo. Ja, Pech gehabt, Nintendo. So, dann würde ich mal sagen, wir wechseln noch kurz zu 3D und bin gespannt, wie die letzte offizielle Classics-Ära aussieht hier. Okay, Sky Sanctuary! Wie komme ich denn auf FFXO? Egal! Wird es langsam dunkler oder habe ich nur das Gefühl? Ihr könnt mir gar nichts, das ist mal schon. Ganz klar, Omega. Alter Peter, Mann, ich wollte hoch! Kann ich die Kamera wechseln? War ich hier runter? Nein. Nein! Nein, ich komme auch nicht hoch. Ich komme doch immer hoch! Ich bin doch ein Mann! Sorry. So. Diese kann man nicht anvisieren, aus welchem Grund auch immer. Bams! So. Ist hier irgendwas noch? Ich bin immer auf der Suche nach Extra-Leben. Ich rushe nicht durch, was ich noch nicht bemerkt habe. Okay. Okay, links oder rechts? Ich bin mal gespannt, was hier so auf uns wartet. Bams! Okay. Ist jetzt nichts, was wir verpasst hätten, aber gut. Ah, Mandra! Stupfe ich noch durch. So, erstmal Checkpoint. Habe ich den Checkpoint aktiviert überhaupt? Keine Ahnung. Nein, natürlich. Boomber. Oder wie heißen die eigentlich bei hier? Die Trampoline. So, hi, wie geht's? Ich mach hier kurz was. Und tschüssi! Bams, Bams und... Ich würde lügen und ich sagen würde, es macht keine Laune. Denn es macht Laune. Yo, Baby! Boom, Baby! Wer kennt's? Ja, ich kenn's. Nein! Nein! Oh Gott. Hab ich mich jetzt erschrocken? So. Wir holen uns langsam aber sicher die extra Leben hier zurück. Das ist doch schön. Aha. Das ist ja was Neues. Das gab's in den Classics nicht, oder? Oh, da hab ich ja... Mann! Falsches Timing. Alter Schwede, guck doch nicht in Dröhnen. Okay. Zugeben, jetzt sieht's ein bisschen lamig, aber... Macht doch nichts. Euch habe ich nicht gewartet, also verschwindet so schnell wie möglich wieder. Gut, auch hier gibt's Warps. Dann warpen wir schon mal. Okay. Nice. Eine sehr, sehr... Was ich eigentlich ein bisschen schade finde, dass es hier in der 3DS-Version keine... sag schnell. Keine Leise gibt, wie weit man im Level schon ist, aber das ist natürlich jammern auf extrem hohem Niveau. Denn solche Levels sind einfach traumhaft schön. Ich komm da hoch, ja. Und ich verschwinde die Wolke nicht. Aha. Und den Fuß habe ich auch gleich aktiviert, das war jetzt nicht meine Absicht. Aber gut. Ich will hoch! Und Bams! Wow, hey! Na gut, wir wollen ja Eggman's Zeug kaputt machen, aber ich will doch heil rauskommen hier! Bams! Natürlich! Ihr Sackgesichter! Ach, lass mich in Ruhe, du! So, nächste Warp. Wohin geht's? Das ist eigentlich wie ein... Laser aus dem Warp, man müsste ja nicht auf und zu. Aber egal. Hallo der Weg. Ja, genau, okay. Und übrigens ist es glaube ich das erste Spiel mit der deutschen Synchro von ja, eben dem Zollcharakter. Rang A, wer hätte es gedacht? Rang S, wer hätte es gedacht? Okay.